Frohes neues Jahr, herzlich willkommen 2021. Wie nahezu jedes Jahr startet auch dieses Jahr mit einigen steuerlichen Veränderungen. Fünf davon stelle ich dir in diesem Video vor, also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dirk Rott und ich erkläre dir in diesem Video steuerliche Grundlagen. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, lohnt sich das also auf jeden Fall. Damit du alle Videos mitbekommst, drück auch auf die Glocke und lass gerne einen Daumen nach oben da. Durch die neue CO2-Bepreisung, die mit dem Jahreswechsel für Diesel und Benzin eingeführt wurde, steigen auch die Belastungen insbesondere für Arbeitnehmer in ländlichen Regionen, die einen relativ weiten Weg zur Arbeit haben und diesen mit dem Pkw zurücklegen. Um diese Mehrbelastung abzufedern, wird die Pendlerpauschale ab dem Steuerjahr 2021 erhöht. Sie beträgt ab dem 1. Januar 2021 ab dem 21. Kilometer 35 Cent. Für Entfernungen bis 20 Kilometer bleibt es zunächst bei den bisherigen 30 Cent je Entfernungskilometer. Diese Erhöhung gilt selbstverständlich auch für Selbstständige und auch bei Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung. Zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember wurde wegen der Corona-Krise die Mehrwertsteuersätze von 19% auf 16% und von 7% auf 5% gesenkt. Diese befristete Mehrwertsteuersenkung ist mit dem Jahreswechsel ausgelaufen und die alten Steuersätze gelten nun wieder. Eine Abweichung gibt es allerdings noch für die Gastronomie. Für Speisen in Restaurants und Gaststätten gilt bis zum 30. Juni der ermäßigte Steuersatz von 7%. Erst ab dem 1. Juli 2021 gilt voraussichtlich wieder der alte Steuersatz von 19% für den Verzehr der Speisen vor Ort. Der Grundfreibetrag steigt ab dem 1. Januar 2021 für Ledige auf 9.744 Euro und für Verheiratete auf 19.488 Euro. Der Grundfreibetrag ist der Betrag, bis zu welchem das Einkommen steuerfrei bleibt. Erst bei Überschreiten dieses Betrags fällt Einkommensteuer an. Du kannst ihn als Existenzminimum verstehen, welches steuerlich nicht angetastet wird. Für die Jahre 2020 und 2021 kannst du als Arbeitnehmer 5 Euro pro Tag, maximal 600 Euro pro Jahr, für jeden Tag, den du nicht im Büro, sondern im Homeoffice gearbeitet hast, als Werbungskosten geltend machen. Für Tage, an denen du ins Büro gefahren bist, kannst du natürlich weiterhin die Pendlerpauschale geltend machen. Für die Homeoffice-Pauschale gelten nicht die strengen Anforderungen wie an ein Arbeitszimmer. Du kannst die Homeoffice-Pauschale auch beanspruchen, wenn du kein originäres Arbeitszimmer besitzt, sondern lediglich zum Beispiel deinen Esszimmertisch zu deinem Arbeitsplatz umfunktioniert hast. Nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums wird der Solidaritätszuschlag für ca. 90% aller Steuerzahler zum 1. Januar 2021 abgeschafft. Dieser betrug bisher 5,5% und war als Zuschlagsteuer auf die Einkommensteuer zu zahlen. Ab dem 1. Januar 2021 fällt der Solidaritätszuschlag erst ab einer zu zahlenden Einkommensteuer von 16.956 Euro bei Ledigen und von 33.912 Euro bei Verheirateten an. Auf das Einkommen umgerechnet bedeutet das, als Single darfst du brutto ungefähr 73.000 Euro und als Verheirateter 109.000 Euro pro Jahr verdienen, bevor du den Solidaritätszuschlag weiterhin zahlen musst. Und auch ab diesen Grenzen fällt der Soli nicht direkt in voller Höhe an, sondern es gibt eine sogenannte Minderungszone. Das bedeutet, dass der volle Solidaritätszuschlag von Singles erst ab einem Bruttoeinkommen von ca. 109.000 Euro und bei Verheirateten ab ca. 193.000 Euro pro Jahr in voller Höhe gezahlt werden muss.
Nochmal kurz zusammengefasst, auch in 2021 gibt es wieder zahlreiche steuerliche Änderungen. Fünf davon habe ich dir hier vorgestellt, weitere werden folgen, also abonniere meinen Kanal. Alle meine Steuertipps findest du auch in meinen Büchern. Seit diesem Jahr erhältst du sogar mit dem Kauf des Buchs die Steuersoftware Wieso 10 Euro günstiger. Die Bücher habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Falls du weitere Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.